mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über eine Art von Golfball sprechen, die immer wieder in den letzten Podcast-Folgen aufgetaucht ist, die ich immer wieder erwähnt habe und die du mit Sicherheit auch noch in diversen anderen Podcast-Folgen von mir und auch von den Podcasts, in denen ich noch auftauchen werde, hören wirst. Es geht in dem heutigen Podcast-Folge um den Almost-Golfball. Der Almost-Golfball wird dem einen oder anderen was sagen, wiederum andere werden sagen, hä, was ist denn das für ein Golfball, noch nie gehört. Und da ich finde, dass dieser Golfball wirklich viel zu wenig Beachtung in Deutschland findet, möchte ich ein wenig über diesen Golfball erzählen, woher ich ihn kenne und allgemein, warum du den Almost-Golfball auf jeden Fall kennen solltest. Der Almost-Golfball ist ein Golfball, der ja ein Übungsgolfball ist. Also er ist kein Golfball, mit dem du auf den Platz gehst und einfach dort dein Golf spielst, sondern es ist ein Übungsgolfball, der einfach viel, viel leichter ist, aus einem komplett anderen Material besteht und für ja, Indoor wie auch für dein Gartentraining hervorragend geeignet ist. Das heißt, im Winter oder auch in Zeiten, wenn Golfplätze geschlossen sind, kannst du mit dem Almost-Golfball perfekt zu Hause trainieren, kannst allgemein sogar im Wohnzimmer spielen. Wenn du jetzt keine Ming-Vasen oder irgendwas im Wohnzimmer hast, lässt sich das definitiv arrangieren, mit diesem Ball zu spielen. Denn das Gute ist, ich nenne mal das Wort, er ist glasbruchsicher. Das heißt, du kannst mit dem Almost-Golfball tatsächlich einfach gegen eine Glasscheibe schlagen. Egal ob mit dem Driver, Wedge oder mit dem Putter. Und die Glasscheibe, wenn es normale Glasscheibe ist, wird nicht kaputt gehen. Da dieser Golfball aus einer Art, wie soll man das sagen, Styropor möchte ich wirklich nicht sagen, aber eine Art blasenschlagende Kunststoff besteht, ist er wirklich viel, viel leichter als normaler Golfball. Aber das Gute an dem Ball ist, er hat trotzdem dieselben Flugeigenschaften. Er fliegt zwar nur ungefähr ein Drittel der Länge, hat also wirklich nur wenig Fluglänge, wenn man so möchte, nimmt aber auf den ersten, ich möchte mal sagen, Metern dieselbe Abfluggeschwindigkeit an, dieselben Abflugwinkel, aber auch genauso gut Spin, wenn du Spin auf den Ball generierst. Und das ist eben das Gute daran, warum dieser Golfball auch für dein Indoor-Training oder für dein Gartentraining hervorragend geeignet ist. Du verletzt niemanden aufgrund der Eigenschaften, aufgrund der Leichtigkeit des Balles und des Materials. Auf der anderen Seite hast du aber trotzdem dieselben Eigenschaften, die der Ball aufweist, im Gegensatz zu sehr vielen dieser Luftbälle, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo es quasi wie so ein Tischtennisball bloß mit Löchern drin ist, die wer weiß wohin fliegen, aber nicht unbedingt das widerspiegeln, was du mit dem Golfball machen möchtest. Der Almost-Golfball wurde in den USA entwickelt von Dave Peltz. Dave Peltz ist unter anderem bekannt als The Short Game Guru, der eben genau ein Trainingsgerät für das kurze Spiel entwickeln wollte, um einfach hier dem Golfer ein Trainingsgerät an die Hand zu geben, was man aber auch entsprechend ja, zu Hause nutzen kann. Und daher finde ich den Golfball leider Gottes in Deutschland ein wenig unterrepräsentiert, was das Training angeht, da er hervorragende Eigenschaften hat, um das eigene Spiel zu trainieren, da er eben dieselben Eigenschaften aufweist wie ein Golfball, nur eben kürzer fliegt und dementsprechend auch sicherer ist aufgrund der Materialbeschaffenheiten. Ja, also woher kenne ich den Golfball überhaupt? Also, bei mir hat es angefangen, als ich ihn kennenlernte, das ist schon einige Jahre her, und in meiner Crossgolf-Zeit. Du hast jetzt schon öfters mitbekommen, dass ich mit dem Thema Crossgolf in die Golfwelt eingestiegen bin und dort wurden anfangs, also wenn man ganz normal Crossgolf spielt, kauft man sich natürlich Lagballs und geht in den Park und spielt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man irgendwann, oh, bei den Turnieren oder auch bei Events werden ja ganz andere Golfbälle gespielt als normale Lagballs oder Golfbälle allgemein. Und das sind meistens gelbe oder weiße Almost-Golfbälle. Und warum? Genau aus dem Grund der Eigenschaften, die ich schon beschrieben habe, nämlich, dass der Golfball dieselben Flugeigenschaften hat, aber ungefährlicher ist. Das bedeutet, wenn du eben im Park spielst und da sitzt eine Gruppe Menschen oder läuft eine Gruppe Menschen vorbei, die du nicht gesehen hast, spielst dann trotzdem aus Versehen in dieselbe Richtung und der Ball kommt irgendwie an eine Person dran oder auch an eine Glasscheibe oder ja, wenn es dein eigenes Auto ist, auch an dein eigenes Auto, es passiert nichts. Du wirst keinen Kratzer bekommen, du wirst keinen blauen Fleck davon bekommen oder derjenige, das abbekommt. Und der Golfball ist einfach ja, zu leicht.
und ja, hat eben nicht die Eigenschaften, die Härte eines normalen, bekannten Golfballs. Und deswegen wird eben auch beim Crossgolfen sehr häufig mit dem Almost-Golfball von Dave Peltz gespielt, um hier eine gewisse Art von Sicherheit eben auch zu gewährleisten, aber trotzdem die Flugeigenschaften hat wie ein normaler Golfball. Und wie gesagt, so bin ich eben in Kontakt gekommen mit dem Almost-Golfball, habe sehr viele Jahre mit dem Almost-Golfball immer wieder gespielt, auch zu Hause natürlich im Training. Und das ist auch in der aktuellen Phase. Wir befinden uns jetzt Anfang April. Und ja, wie die meisten mitbekommen haben, die Corona-Krise ist voll und ganz da. Wir dürfen nicht mehr auf die Golfplätze, wir dürfen kaum noch irgendwie uns draußen aufhalten, unserem Hobby nachgehen. Und daher bietet sich der Almost Golfball hervorragend an, um das eigene Training einfach zu Hause fortzuführen. Das Tolle, wie gesagt, am Almost Golfball ist, dass es ihn, also nicht nur die Eigenschaften, sondern du bekommst ihn in Gelb und in Weiß. Ich hatte mich damals entschieden, dass ich den Almost Golfball gerne in Gelb spiele. Liegt einfach daran, wenn ich einen Haufen Bälle da liegen habe und sehe, oh, da sind die Gelben, weiß ich ganz genau, das ist ein Almost Golfball. Denn auf den allerersten Blick, und also flüchtigen Blick, erkennt man auch nicht unbedingt von Weitem den Unterschied. Ist es jetzt ein Almost Golfball oder ist es ein normaler Golfball? Und daher habe ich mich für Gelb entschieden. Das war für mich so das Logischste, damit ich einfach da entsprechend die Unterschiede sehen kann, wenn ich einfach einen Karton voller Bälle habe. Und wie gesagt, dieser Golfball ist wirklich hervorragend geeignet, um einfach im Garten zu spielen. Du kannst problemlos, wenn man so will, auch die Kinder nebenher laufen lassen. Natürlich solltest du jetzt nicht volle Kanne auf den Ball draufschlagen und irgendjemand kann trotzdem getroffen werden. Das sollte natürlich nicht passieren und da musst du natürlich immer noch drauf aufpassen. Aber falls mal doch irgendwas in den Weg käme, egal was, das geht normalerweise nicht kaputt. Also ein Papierflieger wird auch der Ball vom Himmel holen, das ist ganz klar. Aber egal, ob da jetzt aus Versehen ein Schenk passiert und du triffst, wenn du im Garten geübt hast, die Terrassentür oder triffst vielleicht doch irgendwie ein Spielzeug der Kinder oder wie auch immer, dann wird das nicht kaputt gehen. Normaler Golfball hat da ein bisschen andere zerstörerische Eigenschaften, was den Punkt angeht, aber der Almost Golfball definitiv nicht. Und wie gesagt, das Gute an dem Ball ist tatsächlich, dass er ja dieselben Flugeigenschaften hat. Das heißt, wenn du ein bisschen Platz hast und kannst chippen, pitchen oder vielleicht sogar mit einem kurzen Eisen ein bisschen weiter schlagen. Wie gesagt, er fliegt nur ein Drittel der Länge eines normalen Golfballs, hat aber dieselben Eigenschaften. Das heißt, wenn du hookst, wenn du slicest, wenn du pushst, wenn du pullst oder irgendeine Mischung aus allem, der Ball nimmt es genauso an wie ein normaler Golfball, nur mit einem Drittel der Weite. Natürlich wirst du den Golfball, die Unterschiede auch spüren. Er geht eben nicht so schön vom, oder beziehungsweise das Gefühl des Treffmoments ist eben nicht dasselbe wie mit einem normalen Golfball. Wie gesagt, da muss man immer noch dran denken, dieser Golfball wiegt wenige Gramm im Vergleich zu einem normalen Golfball. Und da ist eben auch schon der Unterschied da. Im Treffmoment wirst du ein bisschen einen Widerstand spüren, aber niemals das tolle Geräusch bekommen von einem Golfball, der sauber von der Schlagfläche geht. Und genau, also wie gesagt, er ist definitiv glasbruchsicher. Ich habe auch schon Videos gesehen, wie jemand den Almost Golfball aufgeteet hat, ihn ungefähr 2 Meter oder 3 Meter Entfernung vom Golfball eine Glasscheibe aufgestellt hat und dann mit dem Driver voll durchgezogen hat. Mit normalen Golfball logischerweise die Scheibe, auch wenn sie doppelt verglast ist, geht kaputt. Dreifach verglaste Scheiben, wenn du Glück hast, die dritte Lage ist vielleicht noch ein bisschen da, aber glaube ich auch nicht mal unbedingt. Mit dem Almost Golfball kannst du eine Glasscheibe hinstellen, die hält. Also da geht nichts kaputt. Sollte nicht kaputt gehen, sagen wir es mal lieber so rum, außer du hast irgendwie so ein ganz uraltes, ultradünnes Glas. Aber mit einem normalen Standard-Fensterglas oder Fernseher oder wie auch immer, passiert da absolut gar nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mal dir einfach diesen Almost Golfball vorstellen möchte. Denn er begleitet mich nun seit bestimmt 10 Jahren und die Bälle, die ich davon habe, es sind bestimmt so 15 Stück oder so, 20 Stück, nahezu alle davon habe ich sogar seit dieser Zeit, spiele regelmäßig mit ihnen, um einfach da auch mein Indoor-Training ein bisschen fortführen zu können. Hatte ich mir ein paar mehr davon geholt und daher, es ist ein toller Ball für das eigene Training, es ist wirklich ein Spitzenprodukt, was irgendwo, wie gesagt, immer noch in Deutschland unterrepräsentiert ist und daher kann ich dir es nur empfehlen, klick einfach mal in die Shownotes, in die Beschreibung
Du wirst definitiv für wenig Geld gute Übungsbälle bekommen, die, wie gesagt, bei mir schon bestimmt 10 Jahre halten und sie werden auch bei dir 10 Jahre halten. Und wenn ich mir die Preise auf Amazon zum Beispiel anschaue, dann wirst du sehen, wenn du auf den Link klickst, da ist das 12er-Pack, kostet, glaube ich, 10 Euro. Also sagen wir mal 1 Euro pro Ball mit Versandkosten in etwa und du hast wirklich ewig davon. Du wirst den Ball natürlich nicht mit auf den Golfplatz nehmen, um dort zu spielen, also du willst mal jemandem zeigen, der das unbedingt auch sehen muss. Und ansonsten wirst du den ja nur zu Hause benutzen oder wenn du irgendwo auf eine Wiese gehst und Crossgolfen gehst und wenn du da das Gefühl hast, du könntest jemanden verletzen, ist der Ball definitiv hervorragend geeignet, um ja, dein Training auch vielleicht ja, in einem Park, wenn er wieder geöffnet ist, stattfinden zu lassen. Und wie gesagt, schau dir den Ball auf jeden Fall mal an. Dave Pelz, The Short Game Guru, ist der Entwickler davon. Ist, wie gesagt, leider ein Ball, der viel zu wenig in den Übungsanleitungen oder in den Shops vertreten ist, in den größeren Golfshops. Und ist eine viel, viel bessere Alternative zu den bekannten Luftbällen, die man so kennt. Du hast einfach mehr davon und kannst dein Spiel effektiver trainieren. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, die nächste Folge wieder dir präsentieren zu dürfen. Wünsche dir jetzt noch eine gute Saison und hoffentlich bald wieder geöffnete Golfplätze und viel Spaß auf der Runde. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.